Hallo und willkommen. In verschiedenen Videos hatte ich dafür plädiert, ein digital integratives Lehrmodell mit einer selbstgesteuerten Inhaltsvermittlungsphase und einer in Präsenz durchgeführten und von gut ausgebildeten Dozenten betreuten Inhaltsvertiefungsphase zur Grundlage des Lehrens und Lernens im 21. Jahrhundert zu machen. Bindeglied zwischen diesen beiden Phasen ist der digitale Mastery-Test, indem die Lerner ihr Wissen dokumentieren und die Lernbegleiter den Wissensstand ihrer Kursteilnehmer vor der Präsenzphase einschätzen können. In einem solchen Modell bedarf es einer Vielzahl hochqualitativer digitaler Elemente für die Inhaltsvermittlung sowie neuer Technologien in der Präsenzphase. Ich hatte diese im Video ICM-Gelingensbedingungen bereits beschrieben. Woran meistens nicht gedacht wird, sind die Lerner. Wie machen wir sie mit diesen neuen Lehrformaten und ihren Komponenten vertraut? Die Ausgangslage ist ungünstig. Aus ihrer Schulzeit kennen unsere Studenten zumeist nur klassische Lehrformate. Sie verfügen zwar über mobile Endgeräte und können diese auch bedienen, ihre Medienkompetenz ist aber überschaubar. Dieses digital eher unerfahrene Zielpublikum soll nun in der Hochschule digital lernen und mit hoher Medienkompetenz die Inhalte vertiefen und die Fachkompetenzen trainieren. Geht das überhaupt? Es geht. Allerdings bedarf es dazu einer Reihe von Maßnahmen, die wir in mehr als 10 Jahren digitaler Lehre aufgebaut haben. In jedem digitalen Kurs, zum Beispiel in diesem Einführungskurs in die Linguistik mit 13 Lerneinheiten gibt es Maßnahmen vor Kursbeginn und beim Kursstart zur allgemeinen Vorbereitung, Maßnahmen während des laufenden Betriebs und Maßnahmen bei Kursende. Schauen wir uns diese einmal näher an. Sobald die Teilnehmer einer Lehrveranstaltung feststehen, erhalten diese schon weit vor Beginn ihres Kurses das sogenannte Inverted Classroom Manifesto, ein 2,5-seitiges Papier, in dem wir die Prinzipien der digitalen Hochschullehre erläutern. Circa eine Woche vor Kursbeginn erhalten die Teilnehmer eine Rundmail mit ersten Anweisungen. Dort werden sie unter anderem auch aufgefordert, entgegen ihren Erfahrungen aus der Schule ihre mobilen Geräte in den Präsenzsitzungen bereitzuhalten. In Kursen für höhere Semester bieten wir zusätzlich eine diagnostische elektronische Klausur an, um anhand der Ergebnisse inhaltliche Anpassungen am Kurs vornehmen zu können oder den Teilnehmern Tipps zur besseren Vorbereitung zu geben. Die erste digitale Vorbereitungsmaßnahme bei Kursbeginn sind unsere multimedialen Class Preliminaries. Diese sind feste Bestandteile all unserer Kurse und geben den Kursteilnehmern Hinweise zum Online-Studium, zu den Mastery-Worksheets, zur Einrichtung ihrer Computer und zum jeweiligen Kurs. Danach folgen die Selbstlernphasen mit 13 Lerneinheiten, den sogenannten Virtual Sessions. Jede Virtual Session wird von einem Unit-Advice-Video eingeleitet, in dem wichtige inhaltliche Tipps zur Durcharbeitung der Inhalte gegeben werden. Die Virtual Sessions selbst sind multimediale Lerneinheiten, verknüpft mit Lehrvideos aus unserem YouTube-Kanal, und sie ermöglichen mit dem interaktiven Tutor die spielerische Selbstüberprüfung. Sie bieten die Inhalte auch in E-Book-Formaten an und verfügen über Leitfragen zur Durcharbeitung der Inhalte. Mit diesen Maßnahmen und Komponenten gelingt es uns, die Kursteilnehmer erfolgreich für die digitale Inhaltsvermittlungsphase zu sensibilisieren. Ja, und mit einer Reihe von Messungen können wir zudem ermitteln, ob die Studierenden diese Inhalte noch dazu just in time, also direkt vor der jeweiligen Präsenzphase, durchdrungen haben. So wissen wir anhand der digitalen Kursdaten, dass ca. 80% der Teilnehmer unserer Kurse in einer Lerneinheit die digitalen Inhalte vor der jeweiligen Präsenzphase bearbeitet haben. Zusätzlich kennen wir die Ergebnisse unserer Mastery-Tests, die durchschnittlich von 76% der Kursteilnehmer bestanden werden.
Für die Lernbegleiter erschließen sich diese Kenntnisse auf einen Blick und die Kursteilnehmer wissen stets über ein angeschlossenes digitales Badge-System, wie ihr temporärer Leistungsstand ist. All diese Messungen müssen natürlich kurz vor der jeweiligen Präsenzphase durchgeführt und ausgewertet werden. Das kann am frühen Morgen bisweilen problematisch sein. Aber, und das haben die vergangenen Jahre gezeigt, erst nach Auswertung dieser Daten können der Inverted Classroom und insbesondere die Präsenzphase ihr ganzes Potenzial entfalten. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.